Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Sirius. Jetzt gibt's ein kleines Video zur nagelneuen Nvidia Tech Demo A New Dawn. Ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Video. So, A New Dawn ist dann quasi die Neuauflage des 2002 erschienenen Dawn. Das war auch schon eine Tech-Demo, die natürlich nicht mehr zeitgemäß ist. Und so wurde es jetzt mal, ja, Zeit eben, zu der aktuellen GTX-Serie, um genau zu sein, zu den 670, 680 und 690er Grafikkarten mal was richtig Fettes im DirectX 11-Style zu machen. Und deshalb gibt es jetzt eben zum Download für euch A New Dawn. Ja, vielleicht eins mal direkt vorweg. Man sieht ja, ich habe hier oben die Controls angeschaltet. Und das bedeutet ganz einfach, das läuft jetzt wirklich aktuell gerade auf meinem PC. Ist jetzt also kein Trailer von Nvidia oder sowas. Ihr seht ja auch so ein bisschen meine Maus. Wir können jetzt in der Tech-Demo so ein bisschen vor- und zurück scrollen und auch ein bisschen nach links und rechts uns bewegen. Und eben in diesem Moment berechnet das eben meine Grafikkarte. Man kann hier ganz schön sehen, jetzt drehe ich mal ein bisschen Tageshelligkeit rein, damit die gute Hübsche da auch ein bisschen besser beleuchtet ist, ja. Also, das Setting bleibt natürlich nach wie vor Geschmackssache, ob einem das gefällt mit der Elf oder mit den dicken Brüsten. Leistungsmäßig ist das natürlich ganz ordentlich. Im Moment habe ich jetzt gerade hier diesen Schalter gezogen, womit wir quasi diesen Blur-Effekt machen, also die Hintergrundunschärfe. Ja? Im Moment könnt ihr jetzt sehen, wenn ihr mal an ihr vorbeischauen solltet und an ihren beiden entscheidenden Argumenten für die Tech-Demo, könnt ihr sehen, wie ich quasi den Hintergrund gerade unscharf mache oder halt Tag-Nacht schalte. Wir können hier sehen, ich habe auch den Ultra-Mode oben angeschaltet, der steht auf On in den Optionen. Das ist generell eigentlich was, ja, ich drehe noch ein bisschen an Laternen rum, an der Beleuchtung. Also wir sehen hier, nochmal ein bisschen abseits von dem, was ich gerade ansprechen wollte, also ich bewege hier wirklich frei diese Grafikdemo, also ich ruckel das, ja, ich wollte hier nicht auf den Hintern gucken. Ich drehe und wende das hier gerade mit der Maus. Ich werde gleich nochmal die Autokamera anschalten, dann werdet ihr sehen, wie flüssig das läuft. Also so ist das jetzt halt eben, weil ich hier mit der Maus hin und her spiele. So, wir können hier unterschiedliche Beleuchtungsmodi schalten. Hier könnt ihr ganz schön sehen, wenn ich das hin und her drehe, so ganz schnell, könnt ihr sehen, wie mehr Glanz auf ihrer Haut ist. Das kann man ganz schön an den Beinen sehen. Und das wird halt eben alles gerade live berechnet. Unten, nee, oben, das wollte ich ja vorhin schon sagen, ist der Ultra-Mod angeschaltet auf On. Das ist eigentlich für SLI-Systeme gedacht. Das bedeutet also, wenn ihr zwei GTX 680, 690 zusammengeschaltet habt. Ja, also das ist natürlich schon was richtig dick ist, diese SLI-Technologie. Ihr braucht dafür dann auch eben ein entsprechendes SLI-zertifiziertes Mainboard. Also was wir da an Kohle investieren müssen, das möchte ich jetzt gar nicht unbedingt mal aufzählen. So, jetzt habe ich den Auto-Kamera-Modus angeschaltet. Jetzt können wir ganz schön sehen, jetzt bewegt sich die Kamera natürlich super flüssig und das Programm verändert hier von alleine die Regler. Hier kann man ganz toll sehen, wie das Lichtspiel durch die Flügel bricht. Das finde ich ist auch überhaupt eines der Highlights, diese halbtransparenten Flügel. Also was da berechnet werden muss, ist glaube ich der absolute Mega-Hammer. Ja, ich habe das Ganze hier im Moment laufen mit einem Intel i7-2700K. Nicht übertaktet, sondern ganz normal, der läuft hier auf 3,5 GHz, glaube ich. Und dann habe ich das Ganze hier mit einer Gainboard GTX 680 Phantom laufen. Also hier die Haare, die sind natürlich auch nochmal, ja, eigentlich ein Highlight der Demo, muss man ganz einfach sagen. Da habe ich schon viele Meckerei gehört, dass sich so natürlich keine Haare bewegen. Das geht aber mehr auch darum, dass man anstatt der üblichen starren Frisuren, die wir alle aus anderen Spielen kennen, hier irgendwie wohl zeitgleich bis zu 40.000 Haare berechnen kann. Ja, also ihr müsst jetzt einfach denken, das ist kein Trailer, sondern der PC berechnet das gerade. Und da ich ja, glaube ich, auch wirklich relativ viele Konsolenzuschauer habe, sollte euch das gerade jetzt beeindrucken, wenn ihr bisher nur Xbox 360 und PlayStation 3 kennt. Also ich würde mal mutmaßen, wenn wir die Tech-Demo auf die Xbox werfen würden, hätten wir da ungefähr ein Frame. Das Ganze ist hier in Full HD aufgezeichnet, also
mit 1920x1080 Pixeln und ich habe dabei gleichzeitig Fraps laufen. Ich wollte das zuerst mit dem zweiten PC aufnehmen, um noch eine bessere Framerate zu erreichen. Also ich habe hier so konstant ungefähr 25 Frames, während Fraps mit aufzeichnet. Also würde man Fraps jetzt ausschalten, hätte man vielleicht nochmal ein bisschen mehr. Ich habe mich aber dafür entschlossen, das eben so aufzunehmen und ich denke ganz einfach, dass durch das Hochladen auf YouTube doch nochmal einiges von diesen ganzen Feinheiten verloren geht. Ja, sowas muss man eigentlich selber live zu Hause erleben, würde ich mal sagen. Ja, neben dem Highlight mit den Haaren hat man hier ganz, ganz viel Wert auf die Hauttexturen gelegt. Da gibt es wohl insgesamt viererlei Schichten, die beleuchtet werden, wodurch die Haut besonders realistisch aussehen soll. Und ich finde, das ist auch echt mal mega gelungen. Also Hut ab, also sicherlich ist vielleicht heutzutage noch mehr möglich, aber sowas mal auf dem eigenen Home-PC laufen zu haben, macht dann schon wirklich Spaß. Und ja, ich poste euch auf jeden Fall mal den Link in die Videobeschreibung rein. Und wenn ihr Bock drauf habt, dann ladet euch das mal runter. Ihr habt dann zwei Icons, einmal mit den Settings, könnt ihr mal probieren, auf Full HD, also 1920x1080 zu drehen. Dann startet ihr das Ganze und guckt mal, wie sich das so auf eurem PC verhält. Also, ich bin nach wie vor geflasht, da ist man schon fast drauf, ein SLI-System zu kaufen. Momentan sollte es aber, glaube ich, hoffentlich noch reichen. Und mit diesen hinreißenden Bildern aus der A New Dawn Demo von Nvidia verabschiede ich mich jetzt von euch. Ich sage ganz einfach wie immer, danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und haut rein!